Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren neuen Lotus-Video. Ja Mensch, lange nicht gesehen, aber doch irgendwie wiedererkannt. Es ist natürlich ein bisschen ruhig gerade im Lotus-Simulator, aber es gibt immer noch so das ein oder kleine, ja, so diese kleinen Sachen. Und dementsprechend hat der Tiger Quiz jetzt hier eine offene Beta veröffentlicht und dabei handelt es sich hier um den Ratgeber München P-Wagen, Triebwagen und Beiwagen von 1969. So steht das Ganze auf jeden Fall da. Das Ganze ist wohl ein Projekt von Munich Martin und der Tiger Chris hat es dementsprechend halt hier für den Lotus Simulator jetzt fertig gemacht. Aber wie gesagt, der Name natürlich verrät, es ist eine offene Beta. Und es handelt sich hier natürlich um eine oder um ein Münchner Fahrzeug. Dementsprechend sind wir hier auf der Karte München unterwegs. Ja. Tut euch das nicht mehr an. Holt euch lieber einen Trams in München. Seid auf jeden Fall besser bedient. Und ja, dementsprechend wollen wir uns heute mal dieses schicke Fahrzeug hier angucken. Und schon mal so die ersten Punkte uns schon mal definitiv mal hier so markieren. Ja, ob uns das Fahrzeug gefällt oder nicht an sich. München hat ja schon so relativ interessante Fahrzeuge, muss man ja mal sagen. Ne? Und dieses Fahrzeug hier an sich gibt es ja nicht für Trams in München. Also das ist hier, könnte man eigentlich sagen, Lotus-exklusiv halt, ne? Und von daher eigentlich doch relativ schön, sowas halt immer mal so ein bisschen wiederzusehen. Das Ganze könnt ihr im Workshop runterladen. Wie gesagt, ist für alle komplett kostenlos und könnt damit schon eure ersten Runden drehen. Er hat dazu eine relativ lange Seite schon angeordnet, also schon angepasst auf, also im Lotus-Forum. Da könnt ihr euch das Ganze natürlich dann dementsprechend schon so ein bisschen durchlesen, was gemacht ist, was jetzt zukünftig noch ansteht und ja, wie es halt weitergeht natürlich mit dem Fahrzeug. Und aktuell ist es halt nur fahrbar, es soll später mal noch als KI-Fahrzeug dazukommen. Ja, aber wie gesagt, auf der Karte München passiert halt nichts mehr. Aber ich habe schon so Glockenläuten gehört, dass hier so ein Freeware-Projekt schon irgendwie in Gange ist, wo man denn München trotzdem spielen kann, halt bloß nicht mehr in Payware, sondern halt im Freeware-Style. Müssen wir mal gucken, ob das halt wirklich nicht nur ein Gerücht war, sondern dass das Ganze vielleicht schon ja weiter ist. Aber nicht um die Karte geht es uns, sondern um dieses Fahrzeug hier. Und wie gesagt, darum soll es uns heute auch so ein bisschen gehen. Und ihr seht, das Fahrzeug sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Von den Texturen her natürlich noch ein bisschen schwammig, ein bisschen unschön hier, wenn man sich das Ganze hier so dementsprechend mal so ein bisschen anguckt. Hier auch die ganzen Piktogramme und alles was. Ne, könnte es auf jeden Fall noch ein bisschen schärfer gehen. Hier stand wohl drinne, dass Karale mir hier geholfen hat. Also an der Stelle, ne, Karale mir kein Unbekannter mehr im Lotus-Simulator. Und ja, da haben wir auf jeden Fall das Ganze hier drin. Und sonst, wenn wir uns das Fahrzeug hier so ein bisschen weiter angucken, halt, sieht man es halt, ne, dass hier die Auflösung der Piktogramme und alles sowas schon ein bisschen sehr, ja, doch ein bisschen schlecht aufgelöst ist. So im Großen und Ganzen, weil hier sieht man ja wirklich gar nichts mehr, ne, was das jetzt hier noch für Schilder sind. Aber das ist, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau, ne, weil wir sind ja hier auch noch in einer Beta halt. Und hier sehen wir zum Beispiel auch schon, ne, hier fehlen teilweise hier die Apparate, also hier die Taster zum Türöffnen. Ich habe eigentlich, meiner Meinung nach, habe ich die gesehen letzte Mal noch, da hingen sie ein bisschen weiter außen. Aber hier, wie gesagt, fehlen sie halt jetzt heute mal. Ist ja auch Lotus, ne? Das ist ja jedes Mal was anderes. Hier sind sie genau, ne? Hier sind die Taster. Die sind nicht wirklich ganz dran gebappt hier an der ganzen Tür, ne? Um das Ganze drumherum halt. Und auch hier das Gummi halt, ne, sehen wir hier, da ist die Textur noch nicht ganz vollständig. Und auch hier unten, ne, löst sich das hier so ein bisschen ab. Also es schließt halt auch nicht wirklich ab. Aber wie gesagt, das ist ja halt alles noch eine Beta. Ihr wisst es ja, ihr kennt das. Early Access, ich weiß, das hängt euch zu wahrscheinlich wie manche andere Sachen, wie die Pandemie, wahrscheinlich schon zum Halse raus. Aber so ist es halt, ne. Nur so lernt man halt so ein bisschen. Und sonst hier, wie gesagt, die Dachaufbauten, wie gesagt, guckst du ja eigentlich in der Regel selten auf. Was ich zurzeit ein Problem habe, ich weiß nicht, ob ich zu blöd dafür bin oder ob das einfach, keine Ahnung, ob der Lotus sich schon wieder was halt einfallen lassen. Ich kriege keinen Beiwagen mehr ran. Immer wenn ich einen Beiwagen platzieren will, ja, ist es ganz komisch. Es fängt schon damit an, dass wenn ich das Fahrzeug platziere und ich drauf drücke und sage, er soll das Fahrzeug umdrehen, setzt er mir das Fahrzeug trotzdem in die falsche Richtung.
Erst wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, hier auf Fahrzeug umkehren drücke, dann setzt er mir das Fahrzeug in die richtige Richtung. So, wenn ich jetzt hier rauf drücke und ich möchte jetzt gerne noch den Beiwagen dazu haben, passt mal auf, was passiert. Da hat nämlich auch der Steven schon gefragt gehabt, was mein Problem aktuell ist. So, das Problem ist nämlich dieses: Jetzt setzt er mir den Beiwagen vorne ran. Warum? Ah nee, das ist ja jetzt auch kein Beiwagen, das ist da jetzt auch wieder ein Triebwagen. So, machen wir nochmal. Löschen wir das Ganze hier mal und sagen jetzt hier nochmal, plus, ja, P-Wagen, vielleicht war ich jetzt wirklich zu blöd gewesen, nehmen wir jetzt nochmal den Beiwagen, ja, und setzen den nochmal. So, und schon setzt er mir wieder den Triebwagen hin. Also das ist ganz, ganz komisch, ich weiß halt nicht, woran das liegt. Ich kann, falls jetzt wahrscheinlich der ein oder andere denkt, ja, du bist doch bescheuert, das ist doch ein Fehler von, ne? Ich kann auch gerne nochmal er setzt ja auch automatisch immer den Triebwagen hin, ne? Also, das ist das Problem, was ich jetzt habe. Also, ich bin zu blöd dafür, scheinbar. Zumal es hier auch irgendwie jetzt ineinander glitscht, hier irgendwie alles. Das ist alles ein bisschen ganz, ganz komisch hier, ne? Also, weiß ich nicht, was ich davon jetzt halten soll. Wir werden jetzt mal die ganzen Fahrzeuge jetzt hier löschen. So. Deswegen kann ich euch nur das eine Fahrzeug heute zeigen. Okay? Nicht, dass ihr jetzt denkt hier, ja, wo ist der Beiwagen? So, okay. Dann gehen wir mal nach innen, schauen uns mal die Innentexturen an. Auch hier sieht man ganz schön, ne? Also ich mag ja ältere Züge ja sowieso lieber als diese modernen hier, diese Flexitys, damit kannst du mich sonst wo hinjagen. Ja? Und auch die ganz neue Straßenbahn jetzt aus Berlin, die sieht genauso grottig hässlich aus. Ich mag das, wenn das hier so mit Holzbänken und alles so ausgestattet ist. So halt oldschool. Ich bin ja so der T6A2. Falls ihr nicht wisst, einfach mal nachgoogeln. Das sind so die Straßenbahnen, die ich abgrundtief liebe. Ja. Aber hier auch dieses Fahrzeug hat natürlich seinen Charme und man hat schon so ein bisschen Gefühl, man riecht es auch schon so richtig schön altmodisch. So. Finde ich ziemlich nice gemacht. Also kann man auf jeden Fall nicht meckern. Vom Cockpit her aus sieht das Ganze dementsprechend so aus. Ich mache mal das Ganze hier weg hier. Jetzt steht hier unten natürlich die ganze Zeit Löchern drauf. Das ist ja toll. Ach ja, Early Access ist großartig. Ja, verschwinde doch einfach. Es verschwindet nicht. Ja. Naja, okay. Es verschwindet nicht. Müssen wir jetzt mit leben, dass es da jetzt ist. Wie gesagt, so sieht es hier drinnen aus. Halt, wir haben hier relativ wenig Möglichkeiten, hier irgendwas zu drücken. Ja, wir haben den Richtungswender hier, den wir hier. Die Weiche können wir an sich nicht benutzen. Die Türen können wir hier drüber nicht steuern. Wir haben hier noch die Möglichkeit, hier den Scheinwischer hier noch zu aktivieren. Ja, hier ist, glaube ich, meiner Meinung nach die Beleuchtung. Die macht allerdings halt, wenn wir jetzt im Fahrzeug, es gibt auch keine Innenansicht oder sowas, irgendwie von den Waggons her, macht das halt kein Licht. Ne? Also ich bin aber der Meinung, ich habe das kurz gesehen, wir können ja mal ganz kurz mal die Uhrzeit ja einfach mal umstellen. Machen wir mal um 20:15 Uhr. Jetzt ist es halt relativ dunkel. Und wenn ich jetzt hier, ne, seht ihr, da passiert irgendwas mit dem Licht. Jetzt ist aus, jetzt ist an. Ne, also hier fehlt noch oben auf jeden Fall die, ja, das ist halt anders, das Licht halt, ne? Genau. So, also haben wir hier das Licht dementsprechend. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal den Pantograph, den wir hier rauf und runter machen können. Warte mal, ich glaube, das war hier, der hier war das gewesen. Genau. Pantograph runter und wieder nach oben. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist hier wahrscheinlich die Elektrik oder sowas hier, die hier an ist. Und das ist hier der Türtaster, also für die Tür hier. Und die geht halt nur, ja, du kannst sie in der einen Richtung benutzen, aber nicht in die andere Richtung. Seht ihr, ich kann jetzt hier drücken, was ich will. Wenn ich jetzt aber die, oh, was waren das jetzt? Ah ja, genau, die Minustaste drücke, ne, bewegt sich der Schalter. Du kannst ihn aber nur mit der Minustaste jetzt aktuell. Sonst kannst du ihn umklicken mit der linken Maustaste, aber du kannst nicht zurückklicken. Das musst du dann halt immer mit der Minustaste machen. Ja,
Sonst haben wir hier den Richtungswender, unseren Schubhebel und dementsprechend sind wir eigentlich soweit auch schon startklar und können losfahren. Es gibt noch auf jeden Fall eine kleine Info zum Wagen selbst. Ihr müsst auf jeden Fall in den Optionen das aktivieren, dass die Räder nicht durchrutschen, weil sonst fährt der Zug nicht los. Das ist da irgendwie noch so ein Fehler, was das Ganze mit der Gesamtmasse so zusammenhängt, dass die Räder da durchdrehen. Also müsst ihr erstmal für, wenn ihr dieses Fahrzeug hier fahren wollt, mal gucken, dass ihr dort auf jeden Fall das Ganze, ja, die Option auf jeden Fall deaktiviert, dass die Räder durchrutschen. Weiterhin, ihr hört schon, nämlich nichts. Genau das ist es nämlich. Also ich habe schon viele Spiele gespielt, aber kein Spiel war so ruhig wie Lotus. Also Lotus ist ja nun wirklich schon relativ tonlos, ja, kann man ja sagen. Aber wenn dann auch natürlich die Straßenbahn an sich keinen Ton mehr abgibt, dann ist es natürlich schon, ja, das ist dann schon ein bisschen hart. So, wir blinken nach rechts, aber wir haben keine wirklichen Blinkeranimationen hier oben. Hier sehen wir, ne? Also hier haben wir die Blinkeranimation hinten nicht. Allerdings haben wir hier dann zum Beispiel die Bremsanimation. Also, dass die Bremsleuchten dann auf jeden Fall, ja. Bremsen und auch hier seht ihr, ne, die Lampen, die bewegen sich halt mit. Das ist halt nicht angeheftet. Ihr seht, jetzt geht jetzt wird die Straßenbahn wieder gerade und also, es hängt nicht zusammen halt. Das wollte ich damit sagen. Aber guck mal, jetzt sind die Piktogramme doch ein bisschen deutlicher hier. Und hier seht ihr auch, ne, dass wenn wir jetzt hier zum Beispiel fahren, wie der. Das Ganze mit dem Türknopf, wie sich das halt alles noch so ein bisschen frei bewegt halt. Ja, aber sonst sind wir ja an sich keine Blinker leuchten, die hier sich bewegen oder links und rechts blinken und so weiter. Hier sehen wir es halt nur an der Seite. Ja, Licht geht natürlich auch, aber auch hier gibt es das Problem. Also das sind halt alles, wie gesagt, keine festen Objekte, ne, die bewegen sich halt alle irgendwie, so wie die Straßenbahn gerade fährt, alles so mit. Hier oben, das flackert hier noch alles ein bisschen extremst. Ne. Auch funktioniert, glaube ich, die Rollbahnanzeige funktioniert da auch noch nicht so wirklich. Ja, bremsen müsst ihr tatsächlich mit der Taste X. Also ihr müsst halt immer die Notbremse reinhauen, damit das Fahrzeug auch irgendwann mal zum Stehen kommt, weil so an sich, ja, gibt funktioniert das Bremsen hier an diesem Fahrzeug halt auch noch nicht so wirklich hundertprozentig. Deswegen ein bisschen mit Spielen, dann habt ihr das wahrscheinlich auch raus. Ich habe es auch noch nicht hinbekommen, dass sich alle Türen öffnen. Ich habe bis jetzt nur geschafft, dass sich die vordere Tür öffnet, aber soweit die hinteren Türen, die habe ich leider noch nicht leider aufbekommen. Also auch hier, ne, stehen wir jetzt praktisch an der Haltestelle und es war meiner Meinung nach. Ach, oh doch, oh, jetzt geht's nach dem Neustart von Lotus. Funktioniert jetzt doch, dass sich jetzt hier alle Türen öffnen. Ja. Sehr schön. Dann. Wie schließen Sie sich jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage da. Jetzt schließen Sie. Auch hier, wie gesagt, halt keine Tonanimation und sonst irgendwas, ne? Ja, das ist halt alles noch Beta, ne? Aber falls ihr das Fahrzeug selbst halt schon mal testen wolltet, das ist aber auch hier Schamhaarsbreite. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das Fahrzeug schon mal vorab halt testen wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich tun, ne? So Fehlerberichterstattungen sind natürlich gewünscht, ne? Könnt ihr dann natürlich im Forum reinschreiben oder natürlich aber auch meiner Meinung nach bei Steam dann halt. Da gibt es ja auch so Community-Tab und da könnt ihr ja natürlich dann dementsprechend das Ganze auch mal reinschreiben und selbst mal, joa, Sachen dazu posten, was euch zum Beispiel so aufgefallen ist, was an dem Fahrzeug noch so fehlt. Die Beschleunigung des Fahrzeugs, seht ihr, ne, die ist relativ gut. Aber wie gesagt, halt die Bremse muss über X aktuell gesteuert werden. Er ist auch wirklich aktuell dran. Ich glaube, knapp 2 Wochen war das Ganze, hat mir das Ganze ja schon in den ÖPNV-News ja angekündigt gehabt, dass da jetzt was kommt und da ein Fahrzeug jetzt auf jeden Fall jetzt gebastelt wird. Und ja, jetzt ist es soweit da und alle können es natürlich dementsprechend auch testen. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, sonst, wie gesagt, hier oben ist noch schwarz. Aber sonst ist mir jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt nicht mehr aufgefallen. Ich meine, ist ja auch schon auf jeden Fall eine ganze Latte, die jetzt auf jeden Fall bearbeitet werden muss. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht mit dem Fahrzeug.
Ich bin aber eigentlich guter Dinge. Tiger Chris ist jetzt auch kein Unbekannter. Ne, der wird das schon schaukeln, das Ding. Halt in Zusammenarbeit auf jeden Fall, wie ich gelesen habe, mit Karadamir, mit BLV 1986. Und da holt er sich natürlich dann dementsprechend auch so ein bisschen die Erfahrung dazu. Ja, für die Leute, die das natürlich bereits schon, ja, ihre Fahrzeuge zum Beispiel veröffentlicht haben. Von Karadamir zum Beispiel siehst du ja gar nichts mehr. Seine Fahrzeuge sind ja alle offline. Was ich ein bisschen schade finde. Aber es sind ja nicht nur Fahrzeuge von Karadimir. Ich kriege auch den MAN nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Das, was ich persönlich halt ein bisschen bemängel an dem Steam Workshop. Nimmt der das raus, derjenige, sind sie halt weg. Ne? Und so kannst du nicht mal irgendwo so ein WinRAR-Archiv auf deine externe Festplatte packen und dann kannst du das halt immer und immer wieder installieren. Ich meine, kannst du schon, wenn du dementsprechend natürlich den dieses Workshop-Item natürlich rauskopierst halt, ne, dann kannst du das natürlich machen, aber du kommst halt so nicht mehr ran. Also das finde ich halt, ja, das ist halt schon meiner Meinung nach ein Nachteil vom dem Workshop, weil alle freuen sich jetzt so, weil alle haben so den Bus, nur, ja, ich selbst nicht mehr und nur, weil Lotus sich selbst verschossen hat mit dem Workshop-Bug, ja, zerschießt er sich, ich musste alles neu installieren und dann bist du nicht mehr in den Bus reingekommen. Das ist doch mal richtig, richtig nett. So, mehr soll es aber auch gar nicht sein von der heutigen Folge. Wie gesagt, das Fahrzeug, ja, könnt ihr euch jetzt, wie gesagt, dementsprechend halt selbst angucken. Tiger Chris, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das Ganze noch unten in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr da halt direkt drauf. Sonst, ja, ihr braucht auf jeden Fall kein München dafür. Ihr könnt das Fahrzeug natürlich auch auf jede x-beliebige Strecke fahren. Ihr könnt sogar in Berlin damit fahren. Ja, und sonst war es das eigentlich soweit von meiner Wenigkeit und hoffe natürlich, dass ich euch das Fahrzeug so ein bisschen näher bringen konnte. Wie gesagt, auch hier der Spiegel, der ist noch nicht so 100% richtig ausgerichtet. Funktioniert aber auch noch nicht. Hier auch die ganze, das ganze IBIS funktioniert noch nicht so 100%. Also wie gesagt, haltet euch natürlich aber auf dem Laufenden. Vielleicht kann dann der Tiger Chris uns immer mal wieder so ein kleines Update so zukommen lassen, weil wir haben natürlich nicht immer die Möglichkeit, uns jeden Tag hier alles hier anzugucken und so weiter und so fort. Wäre natürlich toll. Aber wie gesagt, die erste Hürde ist überstanden und jetzt haben wir hier ein relativ schickes Fahrzeug für den Lotus Simulator. Finde ich persönlich immer eine coole Sache, da ja, wie gesagt, aktuell ist ein Lotus ja doch relativ ruhig geworden ist. Entschuldigung. Ja, relativ ruhig geworden ist und dementsprechend freut es mich natürlich, dass hier immer mal wieder mal schöner neuer Content neu dazukommt. Ich verabschiede mich, bedanke mich und die Folge war noch nie so ruhig gewesen und ich musste noch nie so viel quatschen. Dementsprechend mache ich es jetzt ganz schnell. Ciao, tschüss, danke fürs Zugucken. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ja, hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.